nicht so auf der Hand liegt. Der Anlass dieses Abends über die Kirche und die Kärntner Seele ist der 100. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung. Das ist der Anlass. Zweitens, es gibt Gerüchte, dass der Leiter der Akademie am Dom und der Theologiekurse auch irgendwie was mit Kärnten zu tun hat. Diese Gerüchte treffen zu. Also ich, Erhard Leser, bin in Kärnten geboren und aufgewachsen und habe deswegen auch einen persönlichen Bezug zum Thema, der eben darin besteht, dass natürlich diese Jahrestage, vor allem die runden Jahrestage der Volksabstimmung, dann intensiv begangen wurden und in der Weise begangen wurden, dass es quasi so als eine Demonstration der, ich sag's mal, der richtigen Kärntner, nämlich die, die Deutsch sprechen, gegenüber jenen, die Slowenisch sprechen. So kam das rüber. Das hat man also als Kind und als Jugendlicher eben so wahrgenommen. Es wurde damals nicht wirklich erwähnt oder betont, dass die entscheidenden Stimmen für den Verbleib Kärntens in Österreich 12.000 slowenische Stimmen waren. Das ist mittlerweile, glaube ich, deutlicher im gemeinsamen Feiern verankert. Das ist nämlich etwas, was man interessanterweise einem freiheitlichen Landeshauptmann verdankt, nämlich Kurt Dörfler, dass hier die Dinge sich entspannt haben mit den Ortstafeln und dem Miteinander. Das werde ich jetzt nicht genau erklären, das wird der Referent genauer sagen. Also da ist jetzt, hat sich etwas bewegt und ich denke, das ist 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung, ist ein sehr, ja, ein Grund, hier zurückzuschauen. Man muss auch sagen, vor 100 Jahren eine Volksabstimmung, eine demokratische Entscheidung in einer wichtigen Frage ist ja auch etwas in sich sehr Beachtliches. Und aus diesem Anlass wird das Thema noch weiter gefasst, weil eben die Kirche und die Kärntner Seele, die eine Größe ist, die niemand wirklich kennt. Sie werden auch heute in diesem Abend die Kärntner Seele nicht ganz ergründet bekommen. Weil auch nicht einmal werden Sie erfahren, was Kärnten ist, das weiß auch keiner. Gut, aber ein bisschen was werden wir hören von unserem Referenten, Dr. Johannes Thunhauser, den ich herzlich begrüße. Er ist Soziologe und Theologe, hat eine Dissertation genau zum Thema eigentlich des heutigen Abends verfasst, die über den mentalitätsgeschichtlichen Hintergründe der verbreiteten Kirchenskepsis in Kärnten. Das ist eben auch eine Frage. Warum gibt es in Kärnten eine spezifische Kirchenskepsis? Das spielt sicher auch in das Thema heute hinein, also mit der Volksabstimmung. Er ist Hochschullehrer und auch Stammlehrender an der Kirchenpädagogischen Hochschule in Graz und teilweise auch in Klagenfurt. Ja, ich bin sehr gespannt, weil auch seine Publikation aus 2019 zeigt, dass er sich intensiv mit der heutigen Fragestellung befasst hat, die nämlich gleich wie der Titel der Veranstaltung lautet, die Kirche und die Kärntner Seele. Also ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich auf Ihren Vortrag. Danke vielmals, danke schön. Danke für die nette Einbegleitung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich vielmals für die Möglichkeit, heute hier auch trotz der etwas ungewöhnlichen Corona-bedingten Umstände referieren zu dürfen. Ich danke ganz besonders den Verantwortlichen der theologischen Kurse bzw. der Akademie am Dom für die Einladung. Insbesondere gilt dieser Dank jemandem, der heute nicht hier ist, Piotr Kubasiak, eben von den theologischen Kursen, den ich vor einigen Jahren beim sogenannten Forum Junge Theologie, das ist eine Art Symposium für junge Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen, in Tanzenberg in Kärnten kennenlernen durfte. Er hat damals nach einigen Gesprächen über Kärnten und seine Bevölkerung starkes Interesse an diesem Thema bekundet und mir ein gewisses Erstaunen und die Verwunderung bestätigt, mit der man außerhalb Kärntens auf diverse Phänomene blickt, angefangen von den unüblichen Wahlergebnissen über den Hypo-Alpe-Adria-Skandal bis hin zum mittlerweile weitgehend beigelegten Ortstafelkonflikt. Heute am 7. Oktober 2020, Herr Lesacher hat es schon angedeutet, befinden wir uns 3 Tage vor dem Kärntner Landesfeiertag, an dem sich die sogenannte Kärntner Volksabstimmung zum 100. Mal jährt. Das ganze Jahr hätte in Kärnten mit zahlreichen Veranstaltungen und Festakten zu diesem Jubiläum begangen werden sollen. Viele dieser Veranstaltungen fielen dem Virus zum Opfer, aber einige fanden bzw. finden dennoch unter adaptierten Bedingungen statt.
Die 100-Jahr-Feierlichkeiten zur Kärntner Volksabstimmung sind Grund genug, um eine Art mentalitätsgeschichtlichen Rückblick anzustellen und sich mit dem, was landläufig als Kärntner Seele bezeichnet wird, genauer zu beschäftigen. Die Auseinandersetzungen rund um Identitätskonstruktionen und Identitätszuschreibungen innerhalb der Konfliktparteien, die letztlich auch den Ortstafelkonflikt befeuert haben, böten Stoff genug, um die Kärntner Seele zu analysieren. Doch dieses Jahr 2020 ist auch für die katholische Kirche in Kärnten ein besonderes Jahr. Am 2. Februar wurde im Klagenfurter Dom der ehemalige Caritas-Direktor Josef Marketz zum neuen Diözesanbischof geweiht. Marketz bezeichnet sich selbst als Kärntner Slowene und wird als erster slowenischsprachiger Bischof von Gurk auch hinsichtlich seines Engagements für das Miteinander der Menschen in Kärnten beurteilt werden. Mit Bischof Marketz hofft man aber vor allem, dass die kircheninternen Konflikte rund um den ehemaligen Gurker Bischof Alois Schwarz, der ja nun bekanntlich Bischof von St. Pölten ist, zur Ruhe kommen werden. Schwarz wurde vor allem ein unlauteres Naheverhältnis zu seiner engsten Beraterin vorgeworfen. Diese Konflikte haben nicht nur die Kirchenaustrittszahlen in Kärnten auf Rekordhöhe getrieben, sondern auch einige Facetten der Kärntner Seele in Verbindung mit der katholischen Kirche zum Vorschein gebracht. Für meinen Vortrag möchte ich einige dieser Facetten benennen und herausarbeiten, allerdings keineswegs nur in Bezug auf diese jüngsten Ereignisse, sondern vor allem im Blick auf ihre historischen Hintergründe. Ich erlaube mir, meine Ausführungen mit ein paar biografischen Bezugspunkten zu beginnen. Als Kind einer Bauern- und Gastwirtfamilie im unteren Lavantal, das ist also ganz im Osten Kärntens, erfuhr ich eine sehr stark ländliche, klassisch-katholische Sozialisation. Zugleich waren mir aber auch die Stammtischgespräche am elterlichen Wirtshaustisch durchaus geläufig, in denen man unter anderem auch mit der Kirche sehr hart ins Gericht ging. Meine Studienzeit in Graz nutzte ich, wie so viele andere junge Menschen, auch zur Abgrenzung von Elternhaus und Herkunftsmilieu. Meine Beziehung zu Kärnten und zur Kirche war ambivalent. Als ich dann nach dem Studium der Theologie, Geschichte und Soziologie 2010 nach Kärnten zurückkehrte und eine Stelle als Hochschullehrer in der Religionslehrerausbildung in Klagenfurt annahm, konnte ich Eindrücke aus Kindheit und Studienzeit nun um die innerkirchliche Perspektive erweitern. Bald fiel mir zum Beispiel auf, dass überdurchschnittlich viele kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kärnten entweder aus der slowenischsprachigen Bevölkerungsgruppe stammten oder von außerhalb Kärntens zugezogen waren. Das fing damals beim damaligen Bischof Schwarz an, über diverse Leitungspositionen in Seelsorgeamt und katholischer Aktion bis hin zu einfachen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Man erklärte mir, dass die slowenischsprachige Bevölkerungsgruppe der katholischen Kirche in Kärnten tendenziell näher stünde als die deutlich größere Gruppe der, ich nenne sie nur deutschsprachigen Kärntner und Kärntnerinnen. Ich begann in der Literatur nach den Hintergründen dafür zu suchen und stolperte in einem schon etwas in die Jahre gekommenen Buch des bekannten Wiener Pastoraltheologen Paul Zulehner über eine Grafik, die mich stutzig machte. Eine religiöse Landkarte Österreichs zeigt Umfrageergebnisse aus den 1970er und 1980er Jahren, wonach Kärnten nach Wien jenes Bundesland ist, dessen Bevölkerung am wenigsten religiös sei. Das widerspricht auf den ersten Blick der Wahrnehmung, dass ja gerade in Kärnten das vielerorts hochgehaltene Volksbrauchtum ja eng mit traditionellen kirchlichen Festen verwoben ist. Ich begann weitere Daten zu sichten und wertete diverses statistisches Material aus, so wie ich das im Soziologiestudium gelernt hatte. Soziologisch gesehen ist ja Religiosität schon lange nicht mehr automatisch mit Kirchennähe in Verbindung zu bringen. Viele Menschen bezeichnen sich nach wie vor als religiös, auch wenn sie vielleicht nie zur Kirche gehen.
Man muss also streng genommen Religiosität von Kirchenbindung unterscheiden. Letzteres lässt sich aber recht gut anhand des regelmäßigen Gottesdienstbesuches darstellen. Aber auch hier gilt, der Gottesdienstbesuch in Kärnten ist österreichweit am zweitniedrigsten. Und das nicht erst seit kurzem, sondern schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Nur in Wien gehen die Menschen noch seltener in die Kirche. Wien ist jedoch die einzige Großstadt Österreichs und Großstädte müssen ja ganz anders beurteilt werden als ländliche Regionen. Normalerweise sollte ja gerade für die Nachkriegszeit die Kirchgangshäufigkeit am Land deutlich höher als in der Stadt sein, weil in kleineren Ortschaften die soziale Kontrolle der Dorfgemeinschaft noch immer relativ stark wirkt. Kärnten ist, das wissen Sie, aber alles andere als urban. Es besitzt neben Tirol die geringste Bevölkerungsdichte der österreichischen Bundesländer und mit Klagenfurt und Villach zwei vergleichsweise kleine Städte. Neuere Daten führen uns diesen Umstand noch drastischer vor Augen. In der Europäischen Wertestudie aus dem Jahr 2008 hat man die Menschen gefragt, wie sie die Häufigkeit ihrer Gottesdienstbesuche selbst einschätzen. Und hier schneidet aus kirchlicher Sicht Kärnten sogar schlechter als Wien ab, wenn man die roten mit den orangen Balken vergleicht. Fast die Hälfte der Kärntner Katholikinnen und Katholiken gab 2008 an, praktisch nie in die Kirche zu gehen. In derselben Studie wurden Menschen gefragt, wie sehr sie Institutionen wie der Kirche vertrauen bzw. misstrauen. Auch hier zeigt sich ein ähnliches Bild. In Kärnten steht man der katholischen Kirche und ihren Vertretern skeptischer gegenüber als in anderen Bundesländern. Und das keineswegs erst seit den Auseinandersetzungen der letzten beiden Jahre. Warum ist das so? Wer diese Frage stellt, bekommt relativ bald die Antwort zu hören: Kärnten ist eben anders. Aber ist das mehr als einfach bloß der Ausdruck des Stolzes der Menschen einer Region, so wie wir das in so vielen anderen Regionen auch kennen? Selbst die Stadt Wien hat ja den Slogan "Wien ist anders" etabliert. Auch die Bayern brüsten sich mit einem ähnlichen Verweis auf ihre Besonderheit, wenn es heißt "Mir san mir". Lässt sich also das angebliche Anderssein Kärntens in so vielen Bereichen auch wissenschaftlich bestätigen? Und wenn ja, worin genau zeigt sich dieses Anderssein? Tatsächlich bezeichnen auch Historikerinnen und Historiker Kärnten als sogenannten Sonderfall. Zwar unterscheiden sich, so die Historiker und Historikerinnen, die großen historischen und gesellschaftlichen Entwicklungslinien in Kärnten nicht wesentlich von jenen der anderen Bundesländer. Dennoch gibt es aber in der Stärke ihrer Ausprägung und im Umgang damit eine ganze Reihe von Besonderheiten. Ein paar davon habe ich schon anklingen lassen und wurden auch in der Vorstellung bereits angesprochen. Minderheiten wie die Slowenischsprachige in Kärnten gibt es auch in vielen anderen Ländern. In Österreich zum Beispiel jene der Burgenlandkroaten. Auch anderswo mag eine solche Minderheitenstellung zu konfliktreichen Situationen im Alltag führen. Aber für österreichische Verhältnisse wurde kaum ein Konflikt in derartig emotionaler Weise über Jahrzehnte lang zum bestimmenden Faktor des politischen medialen Diskurses, wie das in Kärnten der Fall war und zum Teil noch immer ist. Eine Schlüsselphase in diesem Konflikt waren die Jahre 1918 bis 1920. Mit der Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920 wurde ein knapp. Dankeschön. Mit der Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920 wurde ein knapp zweijähriger Abwehrkampf gegen Gebietsansprüche des damals neu entstandenen sogenannten SHS-Staates der Serben, Kroaten und Slowenen in Südkärnten beendet. Ein Großteil auch der slowenischsprachigen Kärntner und Kärntnerinnen, das wurde in der Einleitung bereits erwähnt, stimmte am 10. Oktober für den Verbleib Südkärntens bei Österreich.
Folgt man der einflussreichen Kärntner Historikerin Claudia Fress-Ehrfeld, dann ist zweifellos, ich zitiere, kein Thema im 20. Jahrhundert so identitätsbildend gewesen wie jenes, das um das Credo Kärnten frei und ungeteilt kreist. Zugleich haben diese Ereignisse aber eine latente Angst und ein diffuses Misstrauen gegenüber der slowenischen Minderheit in Kärnten mit sich gebracht, wie die Sozialpsychologen Erwin Ringel oder Klaus Ottermeier feststellten. Dies hat sich zunächst in besonders tragischer Weise in den Deportationen von slowenischsprachigen Kärntnern und Kärntnerinnen durch die Nazis gezeigt. In der Zweiten Republik entbrannte der Konflikt um die Aufstellung zweisprachiger topografischer Ortsbezeichnungen. Ein unrühmlicher Höhepunkt dieser Ereignisse war der sogenannte Ortstafelsturm 1972. Als der damalige Landeshauptmann Hans Siemer gemäß Artikel 7 des Staatsvertrags zweisprachige Ortsschilder aufstellen ließ, wurden diese von entrüsteten Kärntnern und Kärntnerinnen wieder niedergerissen und abmontiert. Erst in den letzten Jahren hat sich nach der politischen Lösung des Ortstafelstreits 2011 diese Auseinandersetzung wieder etwas beruhigt. Ein zweiter Sonderfall zeigt sich in der hier angesprochenen politischen Landschaft in Kärnten. Sie hängt zwar mit dem Minderheitenkonflikt zusammen, wird aber bei weitem nicht hinreichend von diesem erklärt. Einer starken Sozialdemokratie sowie einem starken nationalen Lager auf der einen Seite steht ein vergleichsweise schwaches christlich-soziales Lager gegenüber. Das ist zumindest auf den ersten Blick ungewöhnlich. In Kärnten gab es nie eine sonderlich gut organisierte Arbeiterbewegung. Das Land ist eigentlich nur wenig industrialisiert. Es gibt auch keine urbanen Ballungsräume. Und dennoch ist die Sozialdemokratie seit dem Entstehen der politischen Parteien im 19. Jahrhundert in Kärnten ausgesprochen erfolgreich. Im Gegensatz dazu würde man angesichts der Sozialstruktur Kärntens auch für das christlich-soziale Lager und die daraus entstandene ÖVP bzw. Neue Volkspartei ein größeres Wählerinnen- und Wählerpotenzial vermuten. Kärnten ist stark ländlich geprägt. Der Agrarsektor sowie die Tourismusbranche sind einflussreich. Volkskultur und Brauchtum sind fixe Bestandteile des öffentlichen Lebens. Und wer durch das Land fährt, könnte auch angesichts der zahlreichen idyllisch gelegenen Kirchen eine starke Verbundenheit zum Katholizismus vermuten. Freilich hatte die ÖVP 2019 infolge des Ibiza-Skandals auch in Kärnten triumphiert, aber auch hier hat sie im Vergleich zu anderen Bundesländern ihr schwächstes Ergebnis eingefahren, mit Ausnahme Wiens natürlich. Blickt man aber auf die Wahlergebnisse von 2017, lässt sich besser auf traditionelle Wahlverhältnisse schließen. Das nationale Lager in Kärnten ist keineswegs erst mit dem Aufstieg Jörg Haiders in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren einflussreich geworden. Ähnlich wie die Sozialdemokratie gehörten deutschnationale Bewegungen schon seit dem Entstehen politischer Parteien am Ende des 19. Jahrhunderts zu den bedeutendsten Kräften in Kärnten. Ihr Einfluss führte in den 1920er Jahren zu einem starken Aufstieg der NSDAP in Kärnten, die 1933, als im autoritären Ständestaat der Nationalsozialismus verboten wurde, doppelt so hoch war wie im Österreichschnitt. In Kärnten gab es vor dem sogenannten Anschluss österreichweit die höchste Zahl an illegalen Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen. Mit dem Einfluss des Nationalsozialismus in Kärnten korrespondiert eine weitere Besonderheit, nämlich der Widerstand der Partisanen in den Südkärntner Bergen. Vor allem slowenischsprachige Kärntner und Kärntnerinnen schlossen sich der Partisanenbewegung an. Die Kampfhandlungen sorgten im Laufe des Zweiten Weltkriegs, aber auch noch in den Tagen danach für bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen. Und bis heute ist die Erinnerungskultur an die Kärntner Partisanen eine umkämpfte und heterogene. Während die eine Tradition die Partisanen hauptsächlich als plündernde und vergewaltigende Panten einstuft, das wurde auch mir noch von meinem Vater so erzählt, und Heimatverrat suggeriert, erinnert die andere Tradition an den mutigen,
antifaschistischen Freiheitskampf gegen die Nazi-Barbarei. Neben diesen stark politisch geprägten Aspekten des Sonderfalls Kärnten gibt es aber auch sozioökonomische Besonderheiten. Seit Beginn der Aufzeichnungen gibt es in keinem Bundesland eine derart hohe Anzahl an unehelichen Kindern. Ich erlaube mir dazu eine kurze Anekdote aus meinem Privatleben. Als ich vor 7 Jahren meine Absicht bekundete, heiraten zu wollen, fragte mich der Pfarrer, ob es eine Kärntner Hochzeit sei. Er wollte damit wissen, ob meine Frau bereits schwanger sei, was ich übrigens damals verneinen konnte. Von einer Kärntner Hochzeit spricht man also dann, wenn sich vor dem Traualtar mehr als 2 Menschen einfinden, weil die Braut meist schon ein Kind im Bauch hat und manchmal auch noch ein zweites an der Hand führt. Also nicht selten tauchen ganze Kleinfamilien vor dem Traualtar auf. Angesichts solcher und vieler weiterer Sachverhalte, die Kärnten als Sonderfall erscheinen lassen, möchte ich nun die These verfolgen, dass alle angeführten Sonderfälle in gewisser Weise auch mit der eingangs schon festgestellten gesellschaftlichen Schwäche der katholischen Kirche zu tun haben. Um diese These nun weiter herauszuarbeiten, muss ich Ihnen aber zunächst zumindest ein klein wenig soziologische Theorie zumuten. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich die Bezeichnung Kärntner Seele im Titel meines Vortrages unter Anführungszeichen gestellt habe. Diese Bezeichnung bezieht sich auf eine geläufige Wendung, die sich wahrscheinlich infolge eines Vortrags von Erwin Ringel vor ziemlich genau 35 Jahren noch stärker im öffentlichen Diskurs verankert hatte. Der bekannte Suizidforscher Erwin Ringel hatte ja damals seine Erkenntnisse zur österreichischen Seele auf Kärntner Verhältnisse umzulegen versucht. Während Ringel seine Beobachtungen aus seiner Sicht als Psychotherapeut formuliert hat, soll hier mit soziologischem Begriffsinstrumentarium gearbeitet werden. Soziologisch betrachtet bietet sich für das, was landläufig mit Seele gemeint ist, der Begriff des Habitus an. Er ist die sozial geformte, weitgehend unbewusste Persönlichkeitsstruktur eines Menschen. Der deutsch-polnische Soziologe Norbert Elias vergleicht den Habitus mit dem Mutterboden, aus dem diejenigen persönlichen Merkmale herauswachsen, durch die sich ein einzelner Mensch von anderen Mitgliedern seiner Gesellschaft unterscheidet. Das inkludiert also die biologische, psychische und soziale Ebene des Menschseins. Alle 3 Ebenen stehen in Wechselwirkung zueinander. Der Körper wird also sozusagen zum Speicher psychosozialer Erfahrungen. Die Formung des Habitus geschieht über viele Generationen hinweg. Es bedarf also einer historischen Langfristperspektive, um, jetzt wird es sehr technisch, die Sozio- und Psychogenese eines gesellschaftlichen Teilsegments, eines Milieus oder einer bestimmten Region zu verstehen. Oder vereinfacht gesagt, um zu verstehen, warum Menschen so ticken, wie sie ticken. Gerne wird der Habitus mit der Sprache verglichen. Jeder Mensch hat eine individuelle Art und Weise zu sprechen. Und dennoch ist diese Sprache Teil einer größeren Sprachfamilie, die zugleich regionale Dialektfärbungen aufweisen kann. Und so wie die Sprache sich mit gesamtgesellschaftlichen Wandel auch verändert, steht auch der Habitus eines Menschen in steter Wechselwirkung mit den großen, also der Soziologie würde man sagen, makrohistorischen Prozessen des sozialen Wandels. So hat beispielsweise die politische Struktur einer Gesellschaft auch Auswirkungen auf das Gefühlsleben beziehungsweise die Emotionsregulation der Menschen, je nachdem, ob diese über Generationen hinweg zum Beispiel in feudalen, totalitären oder demokratischen Herrschaftsverhältnissen sozialisiert wurden. Diesbezüglich hat Erwin Ringel einen etwas augenzwinkernden Vergleich angestellt, als er die Kärntner und Kärntnerinnen als die Sizilianer Österreichs bezeichnete. Er gebrauchte diesen Vergleich, um die in Kärnten oft beobachtbare hohe Emotionalität in öffentlichen Debatten zu illustrieren.
Ringel sprach von einer weit verbreiteten Erlaubnis, Gefühle äußern zu dürfen, wofür vor allem im so populären Kärntnerlied ein Ventil zu sehen sei. Ringels Vergleich mit den Sizilianern eröffnet aber weitere, freilich ein wenig klischeehafte Assoziationsräume. Womöglich hat man die Familiennetzwerke und Clanstrukturen vor Augen, die das gesellschaftlich-politische Leben in Sizilien prägen, oder vielleicht auch den Paten, der als mächtiger Feudalherr die unbedingte Loyalität seiner Untertanen einfordert. Aber so weit hergeholt ist das gar nicht. Tatsächlich hat sich nämlich in Kärnten über die Jahrhunderte ein Beziehungsmuster erhalten, das in einigen Bereichen immer noch diesem feudalen Arrangement vom Herrn und Untertanen oder vom Patron und seiner Klientel ähnelt. Dieses Beziehungsmuster ist, wie so oft in menschlichen Beziehungen, in hohem Maß ambivalent. Da ist zugleich ein Gefühl der Unterlegenheit wie auch ein ausgeprägtes Misstrauen gegenüber den Eliten, der Obrigkeit oder kurz denen da oben generiert. Ich möchte nun dieses Beziehungsmuster als eine erste Facette der Kärntner Seele näher beschreiben. Um es zu verstehen, müssen wir tief in die Landesgeschichte Kärntens eintauchen. In den meisten europäischen Gesellschaften lässt sich, stark vereinfacht, im Wesentlichen zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert der Übergang vom sogenannten Personenverbands zum Territorialstaat beobachten. Im Zuge dieses Prozesses wurde die feudale, also auf Loyalitätsbindungen zwischen Herrn und Untertanen beruhende Herrschaftslogik zurückgedrängt, beziehungsweise von bürokratischen, unpersönlicheren Herrschaftsformen überlagert. Abhängig von den jeweiligen historischen Gegebenheiten ging dieser Prozess in manchen Regionen Europas schneller und auch nachhaltiger vonstatten als in anderen Regionen. In Kärnten hat die komplizierte Landesgeschichte die Präsenz feudaler Beziehungsmuster auch im öffentlich-politischen Leben dort deutlich begünstigt. Ich möchte das ein wenig genauer ausführen. Kärnten stand aufgrund seiner topografischen Lage nie im Zentrum der Interessen großer Herrschaftsdynastien, wodurch sich schon früh lokale Eliten etablieren konnten. Bereits in den ersten 100 Jahren des Herzogtums Kärnten, hat kaum einer seiner Herzöge, die überwiegend Günstlinge übergeordneter politischer Interessen waren, Kärntner Boden betreten. Kärntner Boden wurde vor allem für die im Feudalwesen begründete Schenkungspolitik an weltliche und geistliche Herren, also Adel und Kirche, genutzt. Und so setzte bald ein Prozess territorialer Zerstückelung ein. Das Bild ist, glaube ich, schwer zu erkennen, aber es soll zumindest andeuten, wie dieser territoriale Fleckerlteppich aussah. Das war also ein Prozess, der das Gebiet des heutigen Kärnten gegen Ende des Mittelalters sozusagen zerstückelte in vor allem kirchliche Besitzungen, Erzbistum Salzburg, Hochstift Bamberg, die Klöster St. Paul beispielsweise, wo ich her bin, daneben noch ein paar herzögliche Besitzungen und einige Adelsbesitzungen. Das heißt, das Land war eigentlich keine territoriale Einheit, sondern ein territorialer Fleckerlteppich. Und das sorgte für ein ziemlich unüberschaubares Geflecht, nicht nur von rechtlichen, sondern auch seelsorglichen Zuständigkeiten. Vor diesem Hintergrund ist auch der überaus große Erfolg der Reformation in Kärnten erklärbar. Der regionale Adel nutzte den religiösen Umbruch als Gegengewicht zum katholischen Zentralherrn, dem habsburgischen Kaiser in Wien bzw. kurzfristig auch in Graz. So war wenige Jahre nach Beginn der Reformation in Deutschland auch Kärnten fast flächendeckend evangelisch. Klagenfurt, die Stadt, die 1518 nach einem Brand ein paar Jahre davor vom Kaiser den Kärntner Ständen geschenkt wurde, wurde zur protestantischen Hochburg ausgebaut und konnte damit der eigentlichen Herzogstadt St. Veit als Landeshauptstadt den Rang ablaufen. Bemerkenswert ist dabei allerdings, dass nicht allein die Eliten aus Adel und Bürgertum evangelisch wurden, sondern auch die Untertanen aus dem Bauernstand.
lesen wir dazu eine zeitgenössische Quelle, die haben Sie auch auf Ihrem Textblatt, wo der Patriarch von Aquileia im Jahre 1593 nach einer Visitationsreise durch Kärnten, Steiermark und Krain Folgendes berichtet: In Krain sind alle adeligen Ketzer, von den Bürgern nur wenige Katholiken, während die Bauern alle stark im alten Glauben blieben. In der Steiermark gibt es trotz vieler Ketzer unter den Adeligen, also Ketzer sind die Protestanten, ja, immer auch eine große Zahl von Katholiken. Von den Bürgern kann man sagen, dass sie die Hälfte Katholiken und die Hälfte Ketzer sind, die Bauern sind alle katholisch. In Kärnten hingegen sind sowohl die Adeligen als auch die Bürger und der größte Teil der Bauern Ketzer. Die Kärntner Stände, also die adeligen Eliten, auch kirchliche Eliten, ließen also ihre Untertanen gewähren. Soziologisch ergibt sich daraus ein interessantes Phänomen. Waren die Habsburger Landesherren also zunächst kaum an Kärnten interessiert, hatten sie dann über Jahrhunderte keinen Zugriff auf das Land. Der regionale Adel, die regionalen Eliten etablierten also ihre eigenen Herrschaftsräume, die noch lange dieser vorhin geschilderten mittelalterlichen Logik gehorchten. Besonders deutlich wurde das in der sogenannten Gegenreformation, die in Kärnten vergleichsweise spät, nämlich erst um das Jahr 1600 einsetzte. Umso gewalttätiger und widerlicher waren die Praktiken der Gegenreformatoren. Die Maßnahmen der Religionsreformationskommission, so hieß also diese Einrichtung, reichten von der Zerstörung von Bethäusern und Friedhöfen über öffentliche Zwangsbekehrungen und Bestrafungen bis hin zur sogenannten Transmigration. Das ist ein sehr verharmlosender Ausdruck für Deportation von Bekehrungsunwilligen nach Siebenbürgen, einer Praxis, die viele nicht überlebten. Am Höhepunkt dessen stand die gewaltsame Kindesabnahme von Müttern, die als verdächtige Frauen eingestuft wurden. Ihre Kinder wurden zur katholischen Umerziehung in Jesuitenschulen untergebracht. Trotz allem konnten Staat und Kirche in Kärnten über Jahrhunderte dem neuen als ketzerisch eingestuften Glauben nicht Herr werden. Tatsächlich gab es in Kärnten eine ausgesprochen lebendige Tradition des Geheimprotestantismus. Noch 150 Jahre nach Beginn der Gegenreformation errichtete man unter Maria Theresia sogenannte Missionsstationen in diesen Gebieten. Priester, Grundherren und Behörden wurden zu Bespitzelungsorganen, die in Beichtgesprächen, Hausbesuchen und systematischer Untersuchung des Lebenswandels von sogenannten verdächtigen Personen eine, ich würde sagen, bedrückende Atmosphäre der Angst geschaffen haben mussten. In Wirtshäusern wurde das Sprechen über religiöse Inhalte verboten und das Denunziantentum mit finanziellen Anreizen gefördert. Man kultivierte damit einen Schaukatholizismus, ein so tun als ob, das zur Schau stellen des nach außen hin braven Angepasstseins. Die Bemühungen zur Rekatholisierung der betroffenen Gebiete waren weitgehend erfolglos. Mit dem Toleranzpatent Josefs II. Deklarierten sich zahlreiche Kärntner Gemeinden in eben jenen Gebieten, in denen das staatliche Missionswesen stationiert war, als sogenannte Toleranzgemeinden. Also Gemeinden, in denen es unter Einschränkungen toleriert war, den evangelischen Glauben zu leben. Und interessanterweise wurde von Seiten der Geschichtswissenschaft schon mehrmals darauf hingewiesen, dass österreichweit eben jene Gebiete, die im 17. und 18. Jahrhundert stark geheimprotestantisch waren, sich mit den Zentren zunächst des nationalsozialistischen Juliputschs von 1934 decken und speziell in Kärnten diese Gegenden bis in die Gegenwart Hochburgen des nationalen Lagers sind. Parteien wie die FPÖ oder zwischenzeitig auch das BZÖ oder auch das Team Kärnten konnten und können bei diversen Wahlgängen hier immer wieder besonders hohe Gewinne verzeichnen. Das bedeutet bitte keineswegs, verstehen Sie mich nicht falsch, dass Personen mit evangelischem Bekenntnis automatisch
rechts oder national sein. Aber was hier geschehen ist, ist doch recht interessant, nämlich aus dem Protestantismus ursprünglich hat sich eine Art, ich würde es bezeichnen, Protesthabitus entwickelt. Denn nicht zufällig bezeichnet die Politikwissenschaft Parteien des rechten Lagers gerne als Protestparteien. Man findet in deren Wahlprogramm häufig eine mitunter populistisch formulierte Elitenkritik. Die Stärke des nationalen Lagers in Kärnten hängt also meines Erachtens deutlich mit diesem Protesthabitus zusammen. Während sich heute dieser Protesthabitus vorrangig gegen Eliten aus der Politik und zum Teil auch aus der Wissenschaft und der Kunst richtet, trug dieser Protesthabitus ursprünglich ein stark antiklerikales Element. Schon in der Kärntner Sagentradition findet sich diese Facette der Kärntner Seele. Eine dieser Sagen möchte ich Ihnen vortragen. Sie ist auch auf dem Textblatt und trägt den etwas geheimnisvollen Titel Platschiken, Platschaken. Die Sage kommt aus der Gegend rund um den Wörthersee. In Mariawörth wurde der große Frauentag gefeiert. Schiffe kamen von allen Seiten herangefahren und brachten Andächtige aus nah und fern, die an dem Umgang teilnehmen wollten. Nur ein armer Halterbub drüben in Pritschitz, das ist an der Nordseite des Wörthersees, musste zu Hause bleiben und die Kühe hüten, da er weder Schuhe noch Kleider besaß, um an dem Feste teilnehmen zu können. Traurig stand er auf der Weide und sah hin nach Mariawörth. Er sah schon die Prozession ziehen und hörte das Beten der Menge, das zu ihm herklang wie Platschiken, Platschaken, Platschiken, Platschaken. Der Bub fühlte große Sehnsucht, auch hin zur Mutter Gottes zu kommen. Er eilte zum See, faltete in inniger Andacht die Hände und, das Geräusch des herklingenden Gebetes nachahmend, schritt er aus und ging hin über das Wasser. In Mariawörth sahen Pfarrer und Andächtige das Kind über den See herkommen. Sie eilten zum Ufer, um das Wunder in der Nähe zu sehen. Da hörten sie zu ihrem Erstaunen, wie das Kind in inniger Andacht Platschiken, Platschaken sagte. Kind, sprach der Pfarrer, was sagst du da? Das ist ja kein Gebet. So betet man nicht. Und er lehrte es die Worte eines Gebetes. Jetzt, mein Kind, kehre zurück und sprich, was du von mir gelernt. Folgsam ging der Knabe wieder auf das Wasser und sprach das gelernte Gebet. Bald darauf war er in den Wellen verschwunden. Man mag diese Sage als Plädoyer für authentische Frömmigkeit lesen, die den Glauben mit dem Herzen begreift. Zweifellos steckt darin auch die protestantische Grundüberzeugung, dass wahrer Glaube eben innerer Haltung entspringt und nicht äußerer Formelhaftigkeit. Aber dass die Gebetskatechese des Pfarrers direkt in den wortwörtlichen Untergang führt, ist meines Erachtens ein deutlicher antiklerikaler Seitenhieb auf die katholische Kirche und ihr Personal. In ein ähnliches Horn stößt ein weiteres Beispiel aus der Volkskultur, das von dem beliebten Kärntner Holzschnittkünstler Swietbert Lobiser stammt. Es entstand im Jahr 1928 und trägt den Titel Bauernspruch. Sie haben das übrigens auch auf Ihren Textblättern abgedruckt, weil man es sonst ein bisschen schwer erkennen kann. Links zu sehen, dass hier ist der Kaiser, rechts der Papst. Beide sind überdimensional groß dargestellt. Da unten, das können Sie wahrscheinlich nicht erkennen, wie Ameisen sind die Untertanen, auch hier. Beide Herrscher, der Kaiser wie auch der Papst, blicken über die Untertanen hinweg aus dem Bild hinaus. Zugleich verkünden sie stolz ihre Leistungen. Vielleicht können Sie es lesen. Ich mit meiner Macht habe Länder und Reiche an mich gebracht, sagt der Kaiser. Der
Der Papst sagt, ich mit meiner Lehre alle zu Gott bekehre. In der Mitte des Bildes aber sieht man den Bauernstand. Das ist ein sogenanntes Drei-Stände-Bild. Die einfachen, hart arbeitenden Menschen am Land. So wie sie bei Lobisa immer dargestellt werden. Bodenständig, widerständig und auch moralisch jenen überlegen, die sie unterdrücken. Denn, was sagt der Bauer? Trotzig und triumphierend erinnert der Bauer im mittleren Bildteil Papst und Kaiser daran, dass deren Macht eigentlich auf seinem Fleiß und auf Gottes Gunst beruhe. Wenn Gott nicht gäb und ich nichts tät, ihr beide nichts zu essen hätt. Und tatsächlich thront Gottvater im Hintergrund über dem Bauernhaus, also nicht beim Kaiser oder beim Papst, was zeigen soll, dass eben den Bauern die Gunst Gottes zufällt. Und im Unterschied zur Darstellung von Papst und Kaiser stimmen die Größenverhältnisse in der Bildmitte. Also Bauernfamilie und Gesinde blicken im Unterschied zu Papst und Kaiser die Betrachtenden direkt und aufrecht an. Das steht wohl unmissverständlich für Geradlinigkeit und Ehrlichkeit. Wir haben es hier also mit einem Paradebeispiel für künstlerisch vermittelte, ich würde sagen, Elitenkritik gegenüber Staat und Kirche zu tun. Und das ist keineswegs nur veraltet, denn eben dieser Bauernspruch hängt noch immer in zahlreichen Kärntner Bauernhäusern, wie ich selbst schon beobachten durfte, unter anderem auch in meinem Elternhaus. Der Antiklerikalismus nahm also seinen Ausgang in den Erfahrungen der Gegenreformation und wurde in weiterer Folge vor allem im entstehenden deutschnationalen Milieu des 19. Jahrhunderts zu einem geläufigen Thema. Katholisch sein heißt deutschfeindlich sein, hieß es damals. Und die Kirche wurde als Schirmherrin des slowenischen Volkes verstanden, was von deutschliberaler Seite als Verrat am eigenen Volk interpretiert wurde. Dieser Konflikt spitzte sich im Zuge des Ersten Weltkrieges und dann erst recht im Zuge des Kärntner Abwehrkampfes und der Volksabstimmung zu. War von Hetzpfaffen auf der einen Seite die Rede, beschwerte man sich auf der anderen Seite, nämlich von Seiten des Klerus, über eine regelrechte Pfaffenhetze. Nachhaltig wirkte sich diese antiklerikale Grundhaltung in den 5 Jahren des sogenannten christlichen Ständestaats am Vorabend der nationalsozialistischen Machtergreifung aus. Die Tatsache, dass Kärnten im Bundesländervergleich die höchste Zahl an illegalen NSDAP-Mitgliedern während dieser Zeit aufweisen konnte, das habe ich also schon erwähnt, ist nicht zuletzt Ergebnis einer wirksamen Kirchenaustrittspropaganda der Nazis, die in Kärnten auf fruchtbarem Boden fiel. Mit zunehmendem Machtverlust der Kirche in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verlor der Antiklerikalismus als typisch kärntnerische Form der Elitenskepsis langsam an Bedeutung. Andere Elemente traten nun stärker hervor. So existierte lange der Mythos, dass die Regierungseliten in Wien die Kärntner im Abwehrkampf im Stich gelassen hätten. Dieselbe Anti-Wien-Polemik haben etliche Politiker immer wieder gerne bedient und zum Schlüsselelement ihrer Politik gemacht. Die Bürokraten in Brüssel, denen wird gerne die Schuld für die unangenehmen Folgen der Globalisierung gegeben. Und vor einem Jahr, vielleicht haben Sie das mitbekommen, erzürnte man in denselben Kreisen über die künstlerischen Eliten, weil man den künstlerischen Wert eines Waldes in einem Fußballstadion nicht erkennen wollte. Schon gar nicht, wenn ausgerechnet in derselben Zeit der Kärntner Dorfclub WAC ungeahnte internationale Höhenflüge feierte und seine Heimspiele in Graz austragen musste, weil im Wörtherseestadion ja ein Wald gepflanzt war. Kommen wir zu einer zweiten Facette der Kärntner Seele, beziehungsweise ich nenne es lieber des Kärntner Habitus. Weiter oben habe ich bereits diese eigenartige Herrschaftskonstellation in Kärnten erläutert, also starker regionaler Adel, der den Zugriff der Zentralmacht in Wien auf die Untertanen verhindert hat.
Daraus resultierte, das habe ich erwähnt, das Überleben von Beziehungsmustern, die eben stark diese feudale Logik vom Herrn und Untertanen weiterentwickeln und weitertragen. Typisch für solche Beziehungen ist die Inszenierung des Ranghöheren als Patron, der auf seine Schäfchen schaut, als gütiger Gnadenherrscher und großzügiger Gönner, der aber auch ab und an Strenge walten lassen muss. Diesem über Jahrhunderte gewachsenen Autoritätsideal vom Kärntner Landesvater bedienten sich auch immer wieder Politiker der jüngeren Landesgeschichte. In so einer Beziehungsdynamik gelangen Menschen in Machtpositionen oft zur Überzeugung, dass die Befolgung geltender Gesetze in ihrem persönlichen Ermessen liegt. Mit einem gewissen Grad an Willkür züchtet sich also der Gnadenherrscher von ihm Abhängige, für die Gnade und Strenge nicht aufgrund von klar geregelten Gesetzen planbar sind und die stets von Neuem auf Milde des Machthöheren hoffen müssen. Das erzeugt langfristig ein Gefühl der Abhängigkeit und Minderwertigkeit beim Untertanen. Niemand hat das besser in ein Textbeispiel verpackt als der Kärntner Nobelpreisträger Peter Handke. Er hat dieses Phänomen in seiner Erzählung Wunschloses Unglück in bedrückender Weise für den Alltag seiner Mutter geschildert. Auch das haben Sie auf Ihren Textblättern. Ein Bittgang nach dem anderen zum Bruder, die Entlassung des trunksüchtigen Ehemanns noch einmal rückgängig zu machen. Ein Anflehen des Schwarzhöreraufspürers, von einer Anzeige wegen des nicht angemeldeten Rundfunkapparats doch abzustehen. Die Beteuerung, sich eines Wohnbaudarlehens auch ja als Staatsbürgerin würdig zu erweisen. Der Weg von Amt zu Amt, um sich die Bedürftigkeit bestätigen zu lassen. Der jährlich von Neuem benötigte Mittellosigkeitsnachweis für den inzwischen studierenden Sohn. Ansuchen um Krankengeld, Kinderbeihilfe, Kirchensteuerermäßigung. Das meiste in gnädigem Ermessen, aber auch das, auf was man gesetzlichen Anspruch hatte, musste man immer wieder genau so nachweisen, dass man das endliche genehmigt, dankbar als Gnadenerweis nahm. Bei Handke wird also sogar der Behördengang zu einem Unterwerfungsakt. Die Beamten implementieren die Gnadenwillkür in den Staatsapparat und generieren so ein permanentes Unterlegenheitsgefühl bei den Bürgern und Bürgerinnen. Unmittelbar in Zusammenhang mit dieser Herrschaftsform steht eine dritte Facette, Entschuldigung, da habe ich nicht weitergeklickt, eine dritte Facette der Kärntner Seele. Um solche Beziehungsmuster aufrechtzuerhalten, braucht es ein hohes Maß an Loyalität. Diese lässt sich vor allem über Feinde von außen etablieren. Gerade in Kärnten hat man im Laufe der Geschichte wie kaum woanders vermeintliche oder tatsächliche Bedrohungserfahrungen im kollektiven Gedächtnis bewahrt. Die vielen Abwehrkampfdenkmäler im öffentlichen Raum illustrieren diesen Umstand ebenso wie die Tatsache, dass sogar die umstrittene vierte Strophe der Kärntner Landeshymne, in der man die mit Blut gezogenen Grenzen des Landes besingt, eine dieser Bedrohungserfahrungen konserviert. Wo Mannesmut und Frauentreu die Heimat sich erstritt aufs Neue, wo man mit Blut die Grenze schrieb und man in Not und Tod verblieb. Helljubelnd klingt's zur Bergeswand, das ist mein herrlich Heimatland. Heute ist diese Strophe, ich habe es erwähnt, stark umstritten, war die Dichterin Agnes Milonik doch bekennende Nationalsozialistin. Als der Rektor der Klagenfurter Alpen-Adria-Universität unlängst in einer Tageszeitung zu einem neuerlichen Wettbewerb aufrief, um die martialisch klingende Strophe durch eine neue zu ersetzen, löste das einen regelrechten, auf Neudeutsch gesprochen, Shitstorm aus, der vor allem aus dem rechtspopulistischen Lager kam und die Initiative im Sand verlaufen ließ. Solche Initiativen greifen schließlich ein identitätsstiftendes Narrativ der Bedrohung an, das im Kontext des Abwehrkampfes die Kärntner und Kärntnerinnen zu
ich zitiere aus einschlägiger Literatur, Wächtern an der deutschen Grenze hochstilisiert hatte, die seit Jahrhunderten dem Einfall fremder Völker ausgeliefert sind und dabei schon so oft im Stich gelassen worden waren. Der einflussreiche Kärntner Heimatdichter Josef Friedrich Berkonig formte dieses Narrativ im Dienste des Nationalsozialismus in martialischer Sprache mit, wie die folgende Textpassage über die Karawanken zeigen soll. Es stieg im Laufe der Jahrhunderte viel fremdes Volk über diese Berge. Römer zogen in die erste Schlacht mit Germanen, die auf kärntischem Boden gekämpft wurde. Die türkischen Mordbrenner brachen über die Engpässe herein. Die Soldaten Napoleons kamen von den venetischen und lombardischen Schlachtfeldern. Die österreichische Front gegen die Italiener lag hier. Und zuletzt nahmen auch die Südslawen ihren Weg über das Gebirge. Es hat viel glühende Gesichter gesehen und hörte wilde Herzen schlagen. Fremdes Blut tropfte auf seinen Stein und die Begierden von Eroberern kreisten über ihm wie dunkle Raubvögel. Sie kennen auch und der Sprache und des Sprachduktus also schon erkennen, dass das in der Zeit des Faschismus niedergeschrieben wurde. Die Worte Berkonigs finden ihren bildlichen Ausdruck in einem Fresko des schon erwähnten Kärntner Künstlers Witbert Lobiser. Das sieht man auf dessen Haus in Klagenfurt, da gibt es einen Weg, der auch nach ihm benannt ist, sogenannten Lobiserweg. Und das Fresko heißt »Das Kärntner Land und seine Feinde«. Zu sehen ist darauf eine liegende, nackte Frau im Vordergrund. Sie ist Allegorie für Kärnten, wie am Schriftzug Carinthia unterhalb zu erkennen ist. Ihr Unterleib wird von einem Kärntner Bauernhaus verdeckt. Das entblößte Kärnten wird nun von verschiedenen soldatischen Männern bestiegen bzw. überrannt. Römer, Awaren, Osmanen, Franzosen, Jugoslawen. Ganz rechts außen, aber der Kärntner Bauer, der seinen Blick vom Geschehenen ab und der Zukunft zuwendet, vielleicht um mit Wappen und Schaufel in der Hand das Land neu aufzubauen. Eine soziologische Einsicht dazu lautet, je größer die vermeintliche oder reale Bedrohung von außen, desto stärker wird der Loyalitätsdruck nach innen. In Kärnten zeigt sich das am äußerst präsenten Begriff der Heimattreue, der sich durch die Kärntner Volks- und Heimatkultur wie ein roter Faden durchzieht. Wer von innen heraus die Wir-Gruppe der Kärntner und Kärntnerinnen in Frage stellt, läuft schnell Gefahr, als sogenannter Nestbeschmutzer oder Nestbeschmutzerin stigmatisiert und sanktioniert zu werden. Noch komplexer stellt sich das Phänomen des Loyalitätsdrucks in vielen Biografien von Menschen aus Südkärnten dar, in deren Familien es in den letzten Generationen, bewusst oder unbewusst, zu einer Abkehr von den eigenen slowenischsprachigen Wurzeln gekommen ist. Einerseits waren diese Generationen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts einem starken Germanisierungsdruck von Seiten der Mehrheitsbevölkerung ausgesetzt. Andererseits wird man aber auch schlussfolgern müssen, dass gerade das Interesse am Überleben der eigenen Minderheit bei vielen slowenischsprachigen Familien zu einem erheblichen Druck auf die eigenen Wir-Gruppenmitglieder führt. Das eindringlichste Beispiel für diesen Identitätskonflikt ist die heute noch gängige Zugehörigkeitsbezeichnung Windisch. Windisch war bis ins 19. Jahrhundert die übliche Bezeichnung für die slowenische Sprache in Kärnten. Und die Windischen bezeichnete also die slowenisch sprechende Bevölkerung da. Die Menschen in dieser stark ländlich geprägten Region in Südkärnten waren aber auch wirtschaftlich etwas schlechter gestellt als in Ober- und Nordkärnten, wo die Bauern größere Flächen bewirtschaften konnten und auch rechtlich schon früh besser gestellt waren. Und so war mit dem Begriff Windisch auch immer eine gewisse Untertänigkeit verbunden. Bis heute, ich durfte vor kurzem wieder mit Menschen darüber sprechen, die das betrifft, klingt in der Bezeichnung Windische ein abschätziger Unterton mit.
Mit dem Aufkommen des Nationalismus im 19. Jahrhundert gerieten viele der slowenisch sprechenden Menschen in Südkärnten zwischen die Fronten, der deutschnationalen und der slowenisch-nationalen. Als Windische wurden nun diejenigen bezeichnet, die sich im Zuge dieser Auseinandersetzung nicht als Slowenen deklarieren wollten und bei der Volksabstimmung für den Verbleib Kärntens bei Österreich stimmten. Von slowenisch-nationaler Seite wurde die Bezeichnung Windisch mit Deutschdümelei in Verbindung gebracht und verunglimpft. Damit entbrannte also ein jahrzehntelanger Identitätskonflikt um die Bezeichnung Windisch, die manche eben als abwertende Fremdzuschreibung wahrnahmen, andere wiederum als stolze Selbstbezeichnung eben in Abgrenzung zu Slowenisch gebrauchten. Bis heute gibt es viele Menschen in Südkärnten, die sich als Windische bezeichnen und mit der Ambivalenz dieses Begriffs leben. Widmen wir uns noch weiter der gemischtsprachigen Region in Südkärnten. Während man in Ober- und Nordkärnten aus den bereits skizzierten Gründen eine starke Sympathie für das rechtspolitische Parteispektrum vorfindet, würde man für jene Regionen Südkärntens, in denen noch viele Menschen Slowenisch als Umgangssprache pflegen, eigentlich eine Hinwendung zu christlich-sozialen Parteitraditionen vermuten. Denn gerade in diesem sozioökonomisch benachteiligten Bevölkerungssegment begegnet heute noch eine tief verwurzelte Volksfrömmigkeit. Und hier war übrigens auch die Reformation deutlich weniger erfolgreich als im Rest Kärntens. Und bis ins 20. Jahrhundert war in diesem Teil Kärntens der Priesterberuf eine von wenigen Möglichkeiten, höhere Bildung und dadurch auch sozialen Aufstieg zu erlangen. Und dementsprechend bildete der Klerus lange Zeit die politische Elite der slowenischsprachigen Kärntner und Kärntnerinnen. Aber trotzdem wählt man in diesem Milieu tendenziell nicht schwarz oder türkis, sondern je nach Wahl entweder eine eigene slowenische Liste oder die Sozialdemokratie. Das wiederum hat zu tun mit dem Umstand, dass die kleinteiligen Besitzverhältnisse das sogenannte Keuschlertum förderten. Das sind also Kleinstlandwirtschaften mit so geringem Ertrag, dass sich die weichenden Kinder und Kindeskinder als Tagelöhner, Knechte und Mägde durchschlagen mussten. Es entstand hier also ein Landproletariat, das keinerlei Sympathien mit dem christlich-sozialen Lager der Unternehmer und Großbauern haben konnte. Und schon gar nicht mit der katholischen Kirche. Diese tat sich gerade bei der Dienstbotenschicht schwer, ihre vor allem sexualmoralischen Forderungen plausibel zu machen. Oblagen Knechte und Mägde doch rigiden Heiratsschranken. Und so verwundert es nicht, ich habe es vorhin schon angedeutet, dass Kärnten im Österreich-Vergleich also seit jeher die höchste Rate an unehelichen Kindern hat. Zumindest hier ist also Erwin Ringels augenzwinkernde Aussage, die Kärntner seien die Sizilianer Österreichs, ebenso augenzwinkernd zu widersprechen. Nicht nur, weil die Sizilianer ja bekanntlich fromme Katholiken, Katholikinnen sind, sondern auch, weil die Sexualmoral in Kärnten ganz und gar nicht den rigiden Jungfräulichkeitsgeboten mediterraner Kulturen entspricht. Man könnte also sagen, dass diese ursprünglich vom Dienstbotenmilieu getragene sexualmoralische, soziologisch gesprochen, Permissivität, also Durchlässigkeit, zu einem unhinterfragten Allgemeingut wurde. Soziologisch gesprochen, habitualisiert wurde. Ich würde gerne als letztes literarisches Beispiel eine etwas längere Passage der großen Kärntner Schriftstellerin Christine Lawand zitieren. Auch das finden Sie auf Ihrem Textblatt. Es handelt sich um die ersten Zeilen ihrer Erzählung »Das Wechselbälkchen«, die kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden sein dürfte, und vieles von dem, was ich in meinem Vortrag heute angedeutet habe, in literarischer Weise auf den Punkt bringt. Lawands Erzählung schildert das Schicksal des unehelichen Kindes der Kuhmagd Vrga in einer Welt von Vorurteilen und Aberglauben. Als Wechselbalg übrigens
wurden Kinder bezeichnet, von denen man aufgrund ihrer Andersartigkeit, zum Beispiel wegen einer Behinderung, glaubte, sie seien von einem bösen Geist der unwissenden Mutter anstelle des eigentlichen Kindes untergeschoben, also ausgewechselt worden, und würden ihre Umgebung damit ins Unglück stürzen. Das ist die Christine Lavand, übrigens eine geborene Tonhauser, nicht mit mir verwandt. Am Sonntag wird in Wien übrigens der Christine Lavand Literaturpreis vergeben. Nur eine kurze Nebenbemerkung. Aber jetzt zum Text. Würger, die Einäugige, hatte ein Wechselbälkchen. Aber sie tat so, als ob sie das nicht wüsste, und nannte das Bälkchen manchmal bei seinem schönen Namen. Ja, sie fand diesen Namen überaus schön, obgleich der Duldiger Pfarrer ist der Pfarrer von St. Ulrich, ist ein Ort, eine Ortschaft bei mir zu Hause im Lavantal, obgleich der Duldiger Pfarrer gesagt hat, dass der Name eigentlich eine Strafe sei, weil die verräterische Königin so geheißen hat. Er spielt damit an auf die Kaiserin Zita, die in der sogenannten Sixtus-Affäre Ende des Zweiten Weltkrieges, des Ersten Weltkrieges, Entschuldigung, für den Untergang der Habsburger Monarchie verantwortlich gemacht wurde, also der Schutzmacht der katholischen Kirche. Also, der Pfarrer hat gesagt, dass der Name eigentlich eine Strafe sei, weil die verräterische Königin so geheißen hat. Und wenn es ein Bub wäre, müsste es nach dem verbrecherischen Kaiser Napoleon heißen. Kurze Nebenbemerkung, tatsächlich hatten also in dieser Gegend lange die Pfarrer Einfluss auf die Namensgebung der Kinder bei der Taufe. Nein, er kannte kein Erbarmen, wo es um eine so große Sünde ging. Und ein Kind bekommen, zu dem man keinen Vater hat, ist eben eine große Sünde. Er war einfach gegen die Sünde und für die Gerechtigkeit. Und wenn er allein herumging, beredete er das mit sich und wurde auch manchmal ein bisschen laut dabei und dachte, er sei auf der Kanzel. Mein Gott, was ist auch dabei? Ein Pfarrer kann schließlich reden, wo und wann er will, und wenn die Leute dann behaupten, er hätte auch noch ein Spinnrad unter seiner Kappe, so war das nicht nur erlogen, sondern auch unmöglich. Aber so sind die Menschen. Da gehen sie her und streuen unwahre Reden über einen aus, und wenn sie dann einmal so oder so in Not sind, dann gehen sie wohl am Ende gerade zu diesem einen, von dem sie eben noch Ungeheures behauptet haben, und bekommen gleich im Voraus schon beim Frühbirnenbaum vor dem Pfarrhof Tränen in die Augen und Kummerfalten um den Mund und sagen drinnen dann Hochwürden hin und Hochwürden her und wie schön er beim letzten Hochamt wieder gesungen hätte, so recht zum Herz ergreifen. Und wenn sie dann fortgehen, haben sie das Geld für einen Anzug oder eine Nähmaschine oder was sie halt sonst unbedingt gebraucht haben. Die Lavantaler Schriftstellerin bringt mit dem Einstieg in ihre Erzählung einige Abgründe der Kärntner Seelenlandschaft, wie sie ihr gegen Mitte des 20. Jahrhunderts erschienen zur Sprache. Das Elend der Dienstboten, die Pastoralmacht der katholischen Kirche, die Stigmatisierung von Außenseitergruppen, den volkstümlichen Aberglauben, die Skepsis gegenüber kirchlichen Eliten und die auch gespielte Untertänigkeit der Bevölkerung, die sich durch mildtätige Zuwendung eben dieser erhofft. Heute gibt es das Dienstbotenmilieu längst nicht mehr. Die Kirche hat ihre Pastoralmacht sukzessive eingebüßt. Und der volkstümliche Aberglaube hat auch in Kärnten dem Glauben an Fake News und Verschwörungstheorien in den Social Media Platz gemacht. Doch die über Generationen kontinuierlich geformten Haltungen, Gefühlslagen und Zwänge sind Teil des selbstverständlichen Umgangs miteinander geworden. Sie sind zum Bestandteil der Kärntner Seele geworden, die in den kommenden Generationen wohl auch neue Facetten dazu gewinnen wird und andere abstreifen wird. Vermutlich ist jede einzelne beschriebene Facette dieser Kärntner Seele auch in anderen Regionen, Milieus und Gesellschaften zu finden. Aber es geht um das Zusammenspiel, ein Zusammenlegen einzelner Puzzleteile sozusagen. In ihrem historisch gewachsenen Zusammenspiel formen dann diese einzelnen Facetten also den jeweiligen Mutterboden, aus dem jeder Mensch als individuelle Persönlichkeit heraus
und in seine Gesellschaft hineinwächst. Wie ich hoffentlich zeigen konnte, lassen sich einzelne Facetten der Kärntner Seele mindestens bis in die Zeit der Reformation und Gegenreformation, also dem sogenannten konfessionellen Zeitalter, zurückverfolgen. Es ist jene Epoche, in der Staat und Kirche über sogenannte Sozialdisziplinierung und Kirchenzucht die Formung des modernen Menschen vorangetrieben haben. In Kärnten, das haben wir gehört, setzte dieser Prozess aufgrund der oben beschriebenen starken Stellung lokaler Eliten eine eigene Dynamik in Gang. Hier hat man nicht primär Angst vor dem Oben, sondern man hat sie vor dem Innen, wie das ein anderer Soziologe formuliert, Christian Dornerhörig, nämlich vor mangelnder Loyalität, vor Verrat oder vor Falschheit. Und je größer und präsenter diese Angst ist, desto stärker wird der Loyalitätsdruck innerhalb der Wir-Gruppe, der dem Individuum die Wahl zwischen Anpassung oder Stigmatisierung lässt. Womöglich liegt in dieser Konstellation vielleicht auch ein Schlüssel, um die außergewöhnlich hohe Dichte an auch international bekannten, bedeutenden Kärntner Literatur und Kunstschaffenden zu verstehen. Schriftsteller und Schriftstellerinnen wie Ingeborg Bachmann und die schon zitierte Christine Lawand, Peter Handke und Peter Torini oder die jüngst ausgezeichneten Maya Haderlapp, Florian Lippusch. Die haben sich ebenso an der Kärntner Seele abgearbeitet und wurden von ihr geformt, wie auch Künstler aus dem Bereich der bildenden Kunst, beispielsweise des Nötscher Kreises oder Maria Lasnik. Und in gewisser Weise, auch wenn er kein gebürtiger Kärntner war, Werner Berg. Sie haben sich dem Loyalitätsdruck der eigenen Wir-Gruppe zu entziehen versucht und damit ihre Integrität aufs Spiel gesetzt. Ihre Stigmatisierung steht im Gegensatz zu in Kärnten traditionell hochverehrten Künstlern wie dem zitierten Josef Berkonig und den anhand von zwei Bildbeispielen dargestellten Zwitbert Lobisa, deren Biografien, sie waren beide auch Mitläufer im, und zum Teil auch einflussreiche Größen im Naziregime, deren Biografien also auch Geschichten der Anpassung an die jeweils herrschenden Verhältnisse sind. Wie lässt sich nun also so eine Analyse von regionalen Zuständen in einen größeren Kontext einordnen? Zunächst hoffe ich, gezeigt zu haben, inwiefern Erklärungsversuche von regionalen Unterschieden in kirchlich-religiösen Bindungen immer eines gesamtgesellschaftlichen Blickes bedürfen. Erst unter Einbezug mentalitätsgeschichtlicher, politischer, sozioökonomischer und vieler weiterer Aspekte ergibt sich langsam ein vollständigeres Bild eines nur vordergründig religionsspezifischen Phänomens, wie ich das ganz am Beginn meines Vortrags ausgeführt habe. Und damit hoffe ich, dass ich auch einen bescheidenen Beitrag zur breiteren Debatte um die sogenannte Säkularisierungstheorie leisten konnte. Man hat ja in den letzten Jahrzehnten langsam erkannt, dass der Zusammenhang von Modernisierung und Säkularisierung, wie man ihn in Europa als Modell für die globale Entwicklung voraussah, so einfach nicht gegeben ist. Und mittlerweile ist man zur Einsicht gelangt, dass Europa nicht der Regelfall der Säkularisierung ist, sondern eigentlich die Ausnahme. Und dass die Erklärungskomponenten dessen unter anderem auch in der langen Geschichte der Entfremdungserfahrungen europäischer Gesellschaften mit ihren Kirchen zu suchen sind. Global gesehen ist also Europa der Sonderfall. Und wie ich hoffentlich zeigen konnte, in Kärnten lassen sich diese Entfremdungserfahrungen besonders gut studieren. Und so ist im gesamteuropäischen Kontext Kärnten also weniger Sonderfall als vielmehr Paradefall. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen oder Diskussionsbeiträge Ihrerseits. Vielen Dank für diesen überaus faszinierenden Einblick in die Kärntner Seele, in die
werden wir schon, jetzt schon etwas erahnen können, wissen werden wir es nicht, aber doch einige Facetten auch, Sie haben es ja auch in mehrfachen Facetten auch ausgeführt, konnten wir jetzt einmal hören. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die eine oder andere Frage hier noch im Raum ist. Und wir haben jetzt jedenfalls Zeit für das Gespräch. Genau, das ist das Buch noch, ja, das ich schon erwähnt habe. Ich habe mir erlaubt, auf dieser Folie auch noch mein Buch einzugehen. Der Preis ist ein bisschen unverschämt, das hat bitte nicht ich bestimmt, das macht der Verlag. Aber es gibt es auch gratis zum Downloaden auf eben dieser Adresse. Wenn Sie das dann als Suchbegriff eingeben, dann können Sie auch im Buch schmökern oder das ganze Buch lesen. So. Genau, das ist vom FWF entsprechend zur Verfügung gestellt. Also wenn man dort publiziert, dann muss man das Buch auch entsprechend, Open Access heißt es, zur Verfügung stellen. Ja, bitte. Geht es da um die... Wenn Sie wollen, können Sie bei der Frage die Maske auf. Die kleine Wortetymologie von Windisch, die Windische Höhe, Faktor, irgendwas mit. Ja. Also die Sprachwissenschaft, das ist sehr interessant, hat ja festgestellt, dass das Windische, hat irgendwo was mit Wenden zu tun, weder eine eigene Sprache ist, das wird in Kärnten ja von, auch interessanterweise von den Windischen selbst behauptet, ja, sie sind selbst eine eigenständige Sprachgruppe, sondern man sagt eben, dass das Kärntner Slowenische, also Windisch, galt also immer als Bezeichnung für die Kärntner Slowenen, wobei der Begriff Slowenisch dann erst im 19. Jahrhundert eigentlich gebräuchlich wird. Und die Sprachwissenschaft sagt eben, es gibt im Kärntner Slowenischen eigentlich drei Dialektgruppen, die sich dann mit den einzelnen Tälern entsprechend decken, also dem Jauntal, dem Rosental und dem Geiltal, wobei es dann in diesen Tälern auch noch einmal entsprechende Dialektabstufungen gibt. Und interessant ist, dass also im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert sehr viele Menschen, die sich als Windische oder damals noch als Windische bezeichnet wurden, an die deutschsprachigen Zentren des Nordens orientiert haben. Also beispielsweise Bauern, die ihre Produkte in Villach oder in Klagenfurt am Markt verkauft haben. Und dann dadurch sehr viele neu entstandene Begriffe, die die Industrialisierung hervorgebracht hat, also vor allem aus dem Bereich der Technik, in dieses Windisch integriert hat. Und deswegen klingt das Windische manchmal auch, da klingen auch sehr viele deutschsprachige Begriffe durch, die dann sozusagen auch in diese Sprache integriert werden. Und da kommt dann manchmal auch so ein bisschen die Behauptung, das ist der slowenische Dialekt in Kärnten, wobei, wie gesagt, eben die Sprachwissenschaft das noch einmal ein bisschen anders uns erklärt oder beibringt, also diesen einzelnen Dialektgruppen. Also ich bin kein Sprachwissenschaftler, das kann ich Ihnen im Detail nicht beantworten. Ich habe gelesen, es kommt eben mit dem Begriff der Wenden ursprünglich, aber es gab dann auch noch einmal Abgrenzungen zu anderen slawischen Kulturkreisen und schlussendlich ist das Windische dann dezidiert auch für den Kärntner Bereich gebraucht worden und nicht für beispielsweise das Slawische im Tschechischen oder in Mähren oder wo auch immer. Bitte. Haben Sie mit Ihrer Veröffentlichung oder mit Ihrer Meinung auch in Kärnten Widerspruch hervorgerufen? Interessanterweise noch nicht. Ich warte noch immer sehnlichst darauf. Es ist auch ein bisschen verblüffend, also mein Doktorvater ist Diözesanarchivar im Archiv in Gurk. Und der war am Anfang ein bisschen skeptisch und gedacht, ich weiß nicht, was da herauskommen wird und so. Aber dann zum Schluss hat er gesagt, also dass das alles wahrscheinlich gut gehen wird. Und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal auch in kirchlichen Kreisen, also auch am Pfarrhof und so weiter vorgetragen, da war das gar kein Problem. Interessanterweise also haben aber am meisten Aufmerksamkeit dem Thema die Politikwissenschaftler entgegengebracht und nicht so sehr die innerkirchlichen Kreise. Also es gibt jetzt ein Kärntner Jahrbuch für Politik, wo auch die, vielleicht sagt Ihnen was, die Katrin Steiner-Hämmerle, die
Herausgeberin ist und da wird auch ein Artikel dementsprechend erscheinen. Oder auch beim Reinhard Heinisch, der an der Universität Salzburg ist, der einen Sammelband herausgab zum Thema Populismus, da durfte ich also auch zum Thema schreiben. Also interessanterweise, Politikwissenschaft ist interessierter als kircheninterne Kreise. Ja, zum Wittischen wollte ich nur sagen, ich kenne das Wort aus meiner Jugend, nur so hier aus dem Großwiener Bereich, also als Abscheidseger. Ja, ja, ja. Aber nichts mit einer Holzruppe. Das ja. Ist ein wittischer Typ und das ist eine Person. Ja. Das war also so negativ behaftet ja. Bei uns, also in unserem Sprachgebrauch. Das war aber, wollte ich sozusagen ja. Vorher ja. Andere Frage habe ich. Trifft das jetzt nur auf meine Wahrnehmung in Kärnten zu, die ich im Jahr 2016 gemacht habe, noch unter Fischer Straß, diese unselige Verquickung, die es in Kärnten gibt zwischen katholischer Kirche, politischen Parteien und öffentlicher Verwaltung. Ist das jetzt resultiert, ich habe jetzt da meinen Vortrag nicht so irgendwo rausgefunden, warum das jetzt so ist, oder ist das nur speziell da unter Fischer Straß gewesen? Nämlich, das war eine unselige Verquickung. Ich habe das hautnah im Internet. Ja. Details sind uninteressant. Aber ja, ja. Ist das bedingt in der Geschichte? War das was anderes? Also ich muss ein bisschen aufpassen jetzt, dass ich da dem Bischof Schwarz nicht zu sehr Unrecht tue, aber also ich denke, Bischof Schwarz hat auch diesen Kärntner Habitus gelebt. Also er hat das verstanden, auch mit den ganzen Besitzungen und den Jagd Freunden und Einladungen und damit auch die Beziehungen zu Politik und Gesellschaft, also das hat er gelebt. Wie das jetzt sich unter dem Bischof Markets entwickeln wird, das werden wir noch abwarten müssen, er ist noch relativ jung im Amt und durch die Corona-Krise hat man ihn auch öffentlich kaum wahrgenommen. Er ist aber ein sehr unkomplizierter und sehr, wie würde ich sagen, volksnah Bischof, also er versucht auch volksnah zu sein. Und da weiß ich nicht, ob er diese Tradition wirklich weitertragen wird. Ich glaube es aus jetziger Perspektive nicht. Aber ich frage mich dann natürlich auch, was von ihm erwartet wird. Also manchmal sind, glaube ich, auch Erwartungen da, die er nicht erfüllen möchte. Als ehemaliger Caritas-Direktor ist er wirklich ein, ja, ganz, ganz dezidiert ein Gegenbild zu diesem feudalen, prächtigen Auftreten eines Kirchenfürsten, genau. Und die Frage ist eben für mich, ob das nicht irgendwie auch eben durch diese Kärntner Seele von ihm erwartet wird. Also das wird die Entwicklung der nächsten Jahre zeigen. Ich möchte noch ganz kurz zu Ihrer Anmerkung mit Windisch etwas sagen. Tatsächlich ist es so, also auch es gibt, ich habe eben gesagt, vor kurzem hatte ich einen Vortrag auf der Windischkutschen, das ist also ein Ort, eine Ortsbezeichnung in der Gegend von dort, wo ich herkomme, und das bezeichnet einfach nur das Siedlungsgebiet, das ursprünglich, ja, dass man hier also irgendwie Slowenisch gesprochen hat. Und da gibt es noch viele Menschen, die also sich selbst als Windische bezeichnen und aber auch sagen, dass sie als Windische immer diese Stigmatisierung erlebt haben, auch in der Volksschule immer, und dass auch die Eltern zu Hause, nur zu Hause, Slowenisch gesprochen haben oder Windisch in deren Bezeichnung. Aber sobald man das Haus verließ, wechselte man ins Deutsche. Und dahinter steckt auch eine, ich würde auch sagen, deutschnationale Strategie der 1920er Jahre. Da gab es auch die sogenannte windischen Theorie des ehemaligen Landesarchivdirektors Martin Wutte, der auch dann sehr einflussreich im Kontext des Nationalsozialismus gewirkt hat, der also diese Theorie aufgestellt hat, die man unter der Hand eigentlich schon vorbereitet hat, dass eben die Slowenen in Kärnten sich in mehrere Gruppen spalten würden. Ja, die Windischen, das sind sozusagen die, die als Assimilierte in der Volksabstimmung für Kärnten votiert haben gegenüber den Slowenisch-Nationalen, die für den SAS-Staat oder Jugoslawien votiert haben. Damit hat man natürlich die Gruppe gespalten. Also das ist, wie ich gesagt habe, ein sehr komplexes auch Ineinanderwirken von so Identitätskonstruktion, also selbst Zuschreibung und Fremdzuschreibung. Also das ist etwas, womit man in Kärnten noch immer ziemlich ins Fettnäpfchen treten kann und Konflikte schüren kann. Bitte. Erlebt das eher
Ja. Also das sind ja komplette Mentalitätsunterschiede. Ja. Wo man so einfach den Begriff machen kann, Körper, Seele. Ja. Das ist, danke, dass Sie das sagen. Sie haben natürlich völlig recht. Das ist auch der Grund, warum ich versucht habe, diesen Begriff ein bisschen zu differenzieren, auch mit diesem Habitus-Begriff. Und mir gefällt in dieser Hinsicht auch ganz gut dieses Bild der Sprache, dass man also so, wie man in einzelnen Tälern unterschiedliche Dialekte spricht, kann man auch den Habitus als eine, so wie eine Sprache sehen, dass man also in einer bestimmten Region sich die Sprache gemeinsam teilt. Das fließt dann über, ja, also ich zum Beispiel komme aus dem Osten Kärntens, man spricht bei mir zu Hause schon nicht mehr diese langgezogenen Vokale, sondern schon fast ein bisschen ins Steirische hinein. Also es sind fließende Übergänge. Und natürlich ist die Kärntner Seele ein Konstrukt. Ja? Also man versucht in der Soziologie mit solchen Konstrukten oder sogenannten Idealtypen natürlich immer etwas zu beschreiben, woran man sich festmachen kann und wo dann Menschen mehr oder weniger in diesen Typus hineinfallen. Also Sie haben völlig recht und das ist aber auch eine Strategie, um Dinge zu analysieren. Also man müsste dann sozusagen bei jedem Individuum dann beginnen und sich fragen, ich habe mich das übrigens auch selbst oft gefragt, was hat die Kärntner Seele mit mir in meiner Biografie gemacht und wo ist mein Anteil an dem? Ich habe übrigens sehr viele Antworten gefunden für mich persönlich. Ja, es werden die Medien jetzt voll sein, also wenn Sie das interessiert, es gibt auch viele Livestreams auf ORF. Viele dieser Feierlichkeiten sind ja eben Corona-bedingt jetzt etwas adaptiert und umgeändert, aber ich denke, dass die Medien in den nächsten zumindest 3 Tagen sicher noch sehr voll sein werden mit dem Thema. Ist das nur verschüttet oder ist es wirklich langfristig? Das ist eine schwierige Frage. Natürlich kann niemand in die Zukunft schauen. Aber ich habe sehr viele Erlebnisse auch mit Angehörigen der slowenischsprachigen Bevölkerung in Kärnten, wo ich immer noch das Gefühl habe, dass sehr viele Verletzungen ganz tief sitzen. Und das weiß man ja auch aus der Psychologie, dass solche Dinge sich erst über Generationen entwickeln müssen und entspannen müssen. Also ich glaube, dass es noch 1-2 Generationen braucht. Es gibt viele Projekte, die mittlerweile entstanden sind, um diese Dinge aufzuarbeiten. Aber nur wenn man jetzt sozusagen diesen Ortstafelstreit offiziell beigelegt hat, heißt das ja nicht, dass diese Verletzungen weg sind und diese Traumata weg sind. Also man wird wahrscheinlich noch ein bisschen daran knabbern. Im Gegensatz übrigens kenne ich auch viele Leute, die mir dann sagen, warum beschäftigst du dich mit dem Thema, das ist ja schon alles Schnee von gestern. Also das ist wieder die andere Sicht. Aber das ist vielleicht auch ein Stück weit Abwehrhaltung, könnte ich mir vorstellen. Ja, also den Eindruck hatte ich heute nicht, dass der Schnee von gestern ist. Das sind also wirklich hochaktuelle Fragen, weil ja die Geschichte auch die Gegenwart prägt. Ja. Und ich glaube, das war jetzt ein wichtiger Aspekt, dass hier noch trotzdem sich beruhigt, normalisiert hat, offiziell noch ein weiter Weg ist. Ja. Und wenn ich beim kleinsten Anlass natürlich auch wieder alte Wunden aufbrechen kann. Und man muss natürlich auch, und das hat die Dame vorhin auch erwähnt, natürlich auch ein bisschen schauen, in welcher Region man ist. Ja? Weil die Verhältnisse eben im Klagenfurter Becken und in Südkärnten, da ist das noch viel, viel präsenter als vielleicht im oberen Mölltal. Aber auch dort kannst du, oder im Lesachtal, auch dort kann das durchaus. Im Spital an der Trau, wo ich aufgewachsen bin, da war das ein Thema am 10. Oktober. Das ist da unten jetzt gefährlich, bei uns ist alles in Ordnung, aber man wusste, wo die Identität beschützt werden muss. Aber es war anders, als in Südkärnten, wie wir gehört haben. Ja, wenn es keine, doch bitte. Ja, Historiker. Alfred Elste. Alfred Elste. Ja. Jetzt schon
Ich habe einige von, Publikationen von ihm auch zitiert und ich habe gesehen, dass er auch mich jetzt zitiert hat vor kurzem. Ich habe einiges von ihm zitiert. Ja. Hat auch viel geschrieben, eben auch zur unmittelbaren Nachkriegszeit, Parteienentwicklung und so weiter. Mhm. Ist das nur eine Frage der Wirtschaft oder ist es auch vielleicht eine Frage, die aus dem Gebiet kommt? Also kann jetzt aus meiner Geschichte berichten, ich bin geflüchtet aus Kärnten, mit Anführungszeichen, aufgrund auch dieser Loyalität und Oberigkeit. Ich habe das, was ich in Wien gesehen habe, das ist die Befreiung. Ja. Die SPÖ Wien ist super, überall und so weiter. Das ist ein super Beispiel, das Sie nennen, wie es natürlich sehr vielen Kärntnern und Kärntnerinnen geht. Übrigens auch mir gegangen ist. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die zurückgekommen sind. Ich glaube, dass man alle Dinge zusammenschauen muss. Also, wie Sie es gesagt haben, natürlich ist die Wirtschaft ein Thema, aber da spielen natürlich auch solche mentalitätsgeschichtlichen, auch atmosphärische Dinge eine Rolle. Aber auch andere Fragen, zum Beispiel Ausbildungsmöglichkeiten. Ja, die Uni Klagenfurt ist zwar mittlerweile schon ganz gut dabei, aber die war natürlich immer auch klein und wuchs erst in den letzten Jahren und hat aber noch immer einen sehr begrenzten Fokus. Und da geht man halt als Jugendlicher dann nach Graz oder Wien studieren, vielleicht manche auch nach Salzburg, und hat natürlich plötzlich einen anderen Fokus. Und das ist der sogenannte Brain Drain. Ja, man verliert sozusagen junge, gebildete Maturanten, Maturantinnen ans, nicht Ausland, aber an andere Bundesländer. Und die kommen nicht mehr zurück. Und manchmal, bei mir war es vielleicht glücklich, also ich bereue es nicht, ich bin sehr froh, dass ich zurückgekommen bin. Das habe ich jetzt vor allem im Lockdown gemerkt, weil ich wirklich mitten am Land bin und wunderbar auch die Natur genießen konnte. Und das ist natürlich in Kärnten etwas, das unvergleichlich. Also die Natur, die spielt ja auch in dieser ganzen Mentalitätsgeschichte auch immer wieder so ihre ganz wichtige Rolle, auch für den Stolz der Kärntner und Kärntnerinnen. Und das ist tatsächlich wunderbar, aber man muss die Dinge zusammen sehen. Also es ist sowohl die Mentalität als auch die Bildung, die Jobsituation und die Atmosphäre. Blick in die Runde. Ich merke, es gibt keine Frage mehr. Es ist ja unter Corona-Zeiten auch angezeigt, die Veranstaltung kürzer zu halten. Nein, wirklich, das ist ja so auch gar keine Vorgabe. Ich tue mir ein bisschen schwer beim Ankündigen der nächsten Veranstaltungen. Sie wissen, es ist ziemlich drunter und drüber. Was Sie vielleicht jetzt, Sie haben vielleicht gedacht, was der junge Mann da macht, dann mit der Kamera und dem PC. Das ist ein zweiter Stream-Versuch, ein Test-Stream, der vermutlich gelungen ist. Und wir werden jetzt vor allem die Veranstaltungen, die völlig überbucht sind, dann auch streamen. Das wird jetzt konkret am Freitag Haller sein, wo wir viel weniger Platz haben, als kommen wollen. Es sollte morgen einen kurzen Newsletter geben, wo Sie das dann nachlesen können, wie Sie das dann auch von zu Hause dann auch teilnehmen können, wenn Sie wollen. Morgen ist leider schon voll die erste Kränkung der Menschheit mit Kopernikus. Das wird es aber wahrscheinlich als Video danach geben. Dann ist eben, wie gesagt, oder wie Sie schon wissen, einiges abgesagt. Hubert Wolf kann leider nicht kommen aus Deutschland, weil er in Quarantäne müsste. Die zweite Kränkung der Menschheit, da ist noch Platz. Charles Darwin am 15. Oktober, das wird im Palais sein. Dann bei Bartlow ist es noch unsicher, aber Komiker aus Deutschland. Da wird es aber was sicher, den Karl Rahner am 19. Oktober, er wird zumindest per Video das übermitteln. Ja, es ist vieles, wir haben heute zwei Stunden gesprochen darüber, wie können wir das veranstalten, wo machen wir das. Es wird über die Newsletter werden wir Ihnen die wichtigsten Informationen zukommen lassen. Was empfehlenswert ist und was auch stattfinden wird, ist am 5.11. der Abend mit dem Titel God Bless America, einige Tage nach der Wahl.
ich glaube, ich brauche nicht erklären, dass das ein relevantes Thema ist, was zu dem Zeitpunkt am 5. November feststeht, wissen wir auch nicht, aber es geht da vor allem um die religiösen Hintergründe auch der amerikanischen Gesellschaft und der Wahl. Ich glaube, das ist sicher hochinteressant. Bitte? Wie bereiten Sie erst am 5. November? Nein, am 3. November. 5. November. 3. November ist die Wahl, am 5. ist der Vortrag von Andreas Weiß, der wirklich da sehr eingearbeitet ist in das Thema. Das kann ich wirklich empfehlen, da haben wir auch noch Platz. Gut, ja, es ist ein besonderes Jahr. Ich bin aber froh, dass wir Veranstaltungen durchführen können. Ich freue mich, dass Sie kommen und auch interessiert und motiviert kommen, wiederkommen, dass Sie heute gekommen sind und eben einen sehr, sehr spannenden Abend über die Kärntner Seele verfolgen konnten. Noch einmal vielen Dank an Sie. Danke für die Einladung. Dankeschön.